Hallo, ich bin Tina von Shopify. Heute geben wir dir 5 Tipps zum effektiven Erstellen von E-Mails, mit denen du Abonnenten deines Newsletters in Kundinnen und Kunden verwandelst. Der erste Tipp ist die Vereinfachung deines E-Mail-Angebots. Bevor du mit der Gestaltung beginnst, solltest du definieren, welche Aktionen deine Kundinnen und Kunden durchführen sollen und was du in die E-Mail aufnehmen möchtest. Bei der Gestaltung sollte man immer einen einzigen Call to Action im Hinterkopf haben. Anstatt mehrere Angebote in eine einzige E-Mail aufzunehmen, solltest du ein Angebot auswählen, auf das du dich konzentrieren möchtest. Auf dieser Basis solltest du deine E-Mail dann einfach und übersichtlich gestalten. Wenn du deine E-Mail kurz und bündig hältst, hat sie eine bessere Chance, gelesen zu werden. Tipp Nummer 2. Eröffne deine E-Mails mit deinem besten Content. Strukturiere deine E-Mails so, dass die Leserinnen und Leser möglichst schnell viele Informationen aufnehmen können. Dabei sollte das wichtigste Bild oder die wichtigste Nachricht am Anfang der E-Mail stehen. Verwende auch Überschriften, Zwischenüberschriften und fettgedruckten Text, damit die E-Mail besser lesbar wird. Dadurch werden die wichtigsten Inhalte hervorgehoben, wenn die Empfängerinnen und Empfänger keine Zeit zum Lesen der gesamten E-Mail haben. Außerdem empfiehlt sich bei der Gestaltung deiner E-Mail die Verwendung eines einspaltigen Layouts. So wird sichergestellt, dass deine E-Mail auf allen Geräten gut aussieht und die Nutzerinnen und Nutzer nicht überfordert. Bei einem einspaltigen Design können Informationen schneller verarbeitet werden. Tipp Nummer 3. Füge eine Schaltfläche mit einem Call to Action hinzu. Dein Call to Action zeigt den Empfängerinnen und Empfängern, was sie tun sollen, wo sie klicken sollen und was sie kaufen sollen. In den von dir versendeten E-Mails sollte jeweils eine einzige Schaltfläche vorhanden sein. Der Text deiner Call-to-Action-Schaltfläche sollte dabei kurz und prägnant sein und idealerweise nur 1 bis 5 Wörter enthalten. Außerdem sollte sich die Schaltfläche vom Rest deiner E-Mail abheben und deutlich sichtbar sein. Zeige deutlich, dass die Schaltfläche angeklickt werden soll. Wenn möglich, solltest du kontrastierende Farben für deine Schaltfläche verwenden, damit deutlich zu sehen ist, wo geklickt werden soll. Betrachte die Schaltfläche als visuellen Hinweis. Tipp Nummer 4. Füge ansprechende Bilder hinzu. Das Hinzufügen von hochwertigen Bildern oder Fotos ist ein guter Anfang. Außerdem könnte es eine gute Idee sein, ein GIF oder ein animiertes Bild hinzuzufügen. Einige unserer erfolgreichsten Händlerinnen und Händler haben festgestellt, dass sie nach dem Hinzufügen eines GIFs zu ihren E-Mails einen großen Anstieg der Klickraten verzeichneten. Füge ein GIF oder ein animiertes Bild hinzu, das die Funktionsweise deines Produkts oder verschiedene Ausführungen desselben Produkts zeigt. Du kannst keins finden, das dir gefällt? Dann erstell einfach dein eigenes. Es gibt zahlreiche kostenlose Online-Websites, auf denen du deine eigenen GIFs erstellen kannst. Tipp Nummer 5. Optimiere deine E-Mails für Mobilgeräte. Da E-Mails häufig auf Desktop-Computern verfasst und bearbeitet werden, kann die Darstellung einer E-Mail auf dem Handy leicht in Vergessenheit geraten. Dabei entfallen auf dem mobilen Kanal 42% der geöffneten E-Mails. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass deine E-Mail auch auf mobilen Endgeräten gut aussieht. Teste deine E-Mail vor dem Versenden, indem du prüfst, wie sie auf deinem eigenen Mobilgerät aussieht. Am einfachsten ist es, wenn du dir vor dem Versand an deine Liste selbst eine E-Mail sendest und sie dann auf deinem Smartphone checkst. Zusammenfassend lauten unsere 5 Tipps für ein gutes E-Mail-Design. Vereinfache dein E-Mail-Angebot. Beginne mit deinem besten Inhalt. Füge eine Schaltfläche mit einem Call to Action hinzu, binde ansprechende Bilder ein und teste, ob deine E-Mail für Mobilgeräte optimiert ist. Danke fürs Zuschauen!